heute haben wir diesen Abend auch, dass trotz vieler auch berechtigter Einwände und Fragen zum bedingungslosen Grundeinkommen die Zusammenarbeit zwischen Sozialministerium, österreichischer Gewerkschaft und eben uns als KSÖ eine Geschichte der guten Zusammenarbeit ist und heute wieder sichtbar wird. Beim bedingungslosen Grundeinkommen handelt es sich um eine Ausgestaltung des Menschenrechts auf soziale Sicherheit. Und so wie jedes Menschenrecht ist auch das Menschenrecht auf soziale Sicherheit eines, das nicht mit Bedingungen und Auflagen zu formulieren ist, weil Menschenrechte ja formuliert sind als das, was die Würde des Menschen sichert. Das Grundeinkommen ohne Arbeit ist super. Ich frage mich nur, welche politische Kraft setzt es ein und welche politische Kraft hält es aufrecht? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, eine solidarische Gesellschaft zu entwickeln, aufrechtzuerhalten und mitzuwirken, dass wir eine solidarische Gesellschaft sind. Und ich sage sehr deutlich, eine Gesellschaft, die demokratisch ist, muss solidarisch sein. Und so gesehen ist Solidarität eine der Grundvoraussetzungen für Demokratie. Das bedingungslose Grundeinkommen, das habe ich gelernt und das wusste ich aber auch schon, ist nicht die Lösung, sondern ein Teil der Lösung. Also insofern kann man das Geld für bedarfsorientierte Mindestsicherung ausgegeben werden müsste, zielgerichteter einsetzen und jene, die keinen Bedarf haben, weil sie genug Einkommen oder Vermögen haben, vom Bezug ausschließen, dafür jene, die es brauchen, zielgerichteter bedenken. Auch das Thema Arbeitszeitverkürzung ist und als Gewerkschaftsbewegung sehr wichtig und ich persönlich stehe auch hundertprozentig dahinter. Da bin ich allerdings der Meinung, dass Grundeinkommen vielleicht ein Vehikel sein kann, das ein bisschen voranzutreiben, sicher aber nicht das entscheidende Vehikel, um diese Ziele, die ich wie gesagt teile, umzusetzen.